Heute ist der 3. August und wir sind wieder im MEZ Babelsberg, denn heute startet der Prototon vom MEZ Format Festival 2015 und dort versuchen unsere 5 Teams ihre ersten Prototypen zu erstellen von ihren Formatkonzepten. Ja, und Tagespunkt Nummer 1 waren die Impuls-Vorträge und da möchte ich jetzt gerne mal wissen, was da genau passiert ist, Sophie. Genau, also heute war der Auftakt quasi des Prototons und nach einer kurzen Vorstellungsrunde hatten wir 4 Referenten zu Gast, die zum Beispiel von Hack-Events waren, die einfach das Event vorgestellt hat, wie man einen Hackathon durchführt. Wir hatten einen Journalisten da, der einfach die Arbeit mit Programmierern beschreibt, wie man da, auf was man da achten muss. Wir hatten jemand, der einfach ein Projekt vorgestellt hat als Case Study, als beispielhaft für Prototyping und auch zum Beispiel Kreativtechniken vorgestellt, wie Design Thinking oder wie man mit Lego einfach seine Idee visualisieren kann. Ja, denn heute wird ja vielleicht auch noch gebastelt. Aber vorerst haben wir jetzt erstmal das Speed Dating. 1, 2, 3, 4, 5 Tische. Das sind 5 Ideen, die eingereicht wurden und diese 5 Ideen können in den nächsten Stunden zu einem Prototyp heranwachsen, vielleicht sogar zu einer fertig gecodeten Idee. Ihr habt jetzt, liebe Developer, 7 Minuten jeweils Zeit, euch an einem Tisch erzählen zu lassen, was diese Teams sich da eigentlich ausgedacht haben. Wir stehen jetzt mitten hier im Speed-Dating und ich spüre schon diese positive Energie, die Liebe, die hier herrscht. Ja, Sophie, was genau ist das Ziel? Genau, die Programmierer treffen jetzt zum ersten Mal auf die Teams und wir hoffen, dass sie jetzt zueinander finden, sich matchen und die Qualitäten der Programmierer optimal zu den Teams passen und dann die nächsten 36 Stunden zusammenarbeiten können. Okay, und wie endet das Speed-Dating perfekt? Wie wäre das perfekte Ende des Speed-Datings? Dass ein Programmierer zu einem Konzept war. Okay. Gehen jetzt mal einen Tisch weiter und hören sich die nächste Idee an. Ja, die Teams sind jetzt kräftig am Date mit den Programmierern und Entwicklern und ich glaube, ich halte mich da jetzt erstmal ein bisschen zurück, damit sie sich richtig gut kennenlernen können. Aber gleich nach der Pause geht es weiter und ihr könnt dabei sein unter dem Hashtag Formatfestival. Bis gleich.